Hallo ihr Lieben, der Rizzo ist wieder hier. Heute 27.04.2021, der Drehtag. Und am Drehtag ist Happy Birthday angesagt. Rizzo kocht, erstes Jahr. Wir haben ein paar Folgen abgedreht. Lieben Dank dafür, dass ihr dabei seid. Und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich habe heute den Mirko eingeladen. Der Mirko ist der Einladung gefolgt. Mirko kommt aus Dresden und ist im Eventverleih tätig. Also er umrahmt, ummalt im Prinzip deine Veranstaltung, dein Event mit allem, was du dafür benötigst. Geschirr, Gläser, Besteck, Tischwäsche, alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was du benötigst, um ein geiles Event zu haben. Dafür ist der Mirko da. Ihr Lieben, bleibt gespannt. Es gibt Spargel und wir sehen uns gleich. Und da sind wir wieder. Der Mirko ist da. Freut mich, dass du hier bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Wir haben uns vorletzte Woche verabredet, oder? Ich war mal bei dir gewesen. Für eine Absprache, ganz einfach mal für ein Event, was irgendwo in der Zukunft mal stattfinden wird. Genau. Und da habe ich gesagt, Mensch, Mirko, es wäre doch cool, wenn wir zusammen einfach mal hier uns in Konradsdorf treffen, ein bisschen schnacken und natürlich was gemeinsam kochen. Wir machen erstmal kurz das Thema, was es denn überhaupt heute geben wird. Wir haben Spargelzeit, frischen deutschen Spargel, Bärlauch und was bietet sich besser an? Nein, habt keine Angst, es wird keine Hollandaise geben, die gab es letztes Jahr schon. Wir machen heute eine leckere Spargelsuppe und einen geilen Spargeltoast mit Spargelsalat und einem regionalen Weichkäse. Das wird mega, auf jeden Fall. Genau, also, ihr wisst Bescheid, was es gibt. Und wir werden uns jetzt natürlich mit Mirko so ein bisschen ans Zeug machen, weil wir wissen natürlich beide, und ich habe es vor uns gerade erfahren, der Mirko ist natürlich auch ein gelernter Koch. Ne? Ein gelernter Koch, und er weiß, wie lange ein guter Spargel halt auch braucht. Ne? Genau, zwischen 2 und 3 Stunden. Dann ist er durch, aber... Jawohl. Dann sind dann so die Sachen wie aus dem Glas, wo der Spargel sich so schön an der Gabel so runterhängt, genau, und die genau. Spaghetti aufdrehen kannst. Aber da kann man schön Mittagsschlaf machen. Und genau das zeigen wir euch nicht. Na? Also, Mirko. Ja, lass uns anfangen. Lass uns mal anfangen, wenigstens erstmal die Suppe ansetzen, weil dann haben wir genug Zeit zum Schnacken. Genau. Ich war heute früh wieder beim Edeka Müller. Und horcht mal. Wir müssen noch jemanden finden, der den Spargel putzt. Das wisst ihr ja, ne? Das ist immer ein Zeichen von, ja, ein gutes. Von Frische. Und welches natürlich noch? Achtung, hier. Gesehen. Mirko, schälst du den? Genau. Ich schäl den hier. Und für unseren Suppenansatz, ganz entspannt, Schalotten, Butter, ein bisschen Honig, schalottenglasig anschwitzen, Spargel rein, Spitzen heben wir erstmal auf. Ne? Ja. Und die Schalen werden wir natürlich nicht wegschmeißen, ne? Das wissen wir ja, was wir damit machen können. Wir setzen uns einen schönen Spargelfond noch extra an. Schalen rein, Abschnitte rein, Wasser, Zitrone, Weißwein, Zucker, Salz. Immer aufkochen lassen, ziehen lassen. Ja, und alle werden neidisch, weil es uns dann gut schmecken wird. Genau. Also, nie lange quatschen, wir machen einfach mal los. Genau. Ja, Mirko, hast du den Weg gut hierher gefunden? Ins Nirgendwo? Ja, alles schön. Sehr beschauliches Örtchen hier. Gefällt mir. So für später mal auf jeden Fall. Aktuell ist mir die Stadt noch lieber. Genau, du bist in Dresden zugange. Berliner Straße seid ihr, ne? Ansässig? Wir sind in Dresden, Berliner Straße, genau. Und es gibt es jetzt schon seit 2012. Haben uns stetig vergrößert, uns angepasst an die Größen der Veranstaltungen, an die Vorschläge oder die Gesuche von den Caterern. Wir sind ja zum größten Teil für gewerbliche Anbieter tätig. Die wenigsten Kunden, die wir haben, sind Privatleute. Die
machen das dann meistens über einen Caterer. Ja, und die Caterer sind zufrieden, hoffe ich zumindest, dass sie genau die Arbeit, die im Nachgang hinten dran ist, nicht erledigen müssen. Also das komplette Reinigen des Equipments, was ja auch gemacht werden muss. Die kommen zu uns, holen das gereinigt ab und bringen es dreckig wieder zurück. Und da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Eine wahnsinnige Erleichterung. Ne? Im Ablauf, sag mal, im Catering-Ablauf definitiv. Ne? Du musst halt dich dann nicht noch hinstellen am nächsten Tag oder am Abend vielleicht noch, so wie ich das aus meiner Ausbildung noch kenne, dann noch in den schwarzen Abwasch gehen oder in den weißen Abwasch und dort im Prinzip das Geschirr noch spülen. Ne? Genau. Diese Dienstleistung ist einfach mal sensationell. Genau, wie muss ich mir das vorstellen, Mirko? Ich bin Caterer quasi und habe eine Veranstaltung und benötige von dir im Prinzip das komplette Sorglos-Paket. Also ich habe eine Hochzeit zum Beispiel für 50 Leute. Genau, wir wissen ja nie, was es so gibt zum Essen. Ne? Das ist was, was der Caterer schon mitbringen muss. Also die Information hat er ja in der Regel mit den Auftraggebern abgesprochen, was es zu essen gibt. Und dahingehend werden dann eben die Teller, das Besteck zusammengesammelt oder zusammengestellt. Dann wird eine Bestellung bei uns ausgelöst. Wir haben das alles ordentlich verpackt. Also bei uns gibt es nichts auf die Hand, es wird nichts auseinandergenommen. Wir haben feste Packungseinheiten. Cool stapelbar auf jeden Fall. Ne? Alles stapelbar, alles palettierbar, wenn es zu größeren Veranstaltungen geht. Dass es auch für einen LKW gut geeignet ist. Es ist für die meisten Kleintransporter gut geeignet, weil das die Maße sind, die Innenmaße sind von den Transportern. Ja, wir haben uns viel Mühe gegeben, das so zu machen, dass es gerade für die Caterer interessant ist. Wir haben zum Beispiel Gläserrecks, die einen weißen Rand haben, einen roten Rand haben, einen gelben Rand haben. Heißt also für die Mitarbeiter dann bei der Veranstaltung Rotweinglas in das Reck mit dem roten Rand, Weißweinglas in das Reck mit dem weißen Rand. Sollte man den meistens vorher noch sagen, damit sie es auch tatsächlich so machen. Aber in der Regel ist es selbsterklärend. Hätten wir nie machen müssen, aber wir haben unser Unternehmen so aufgebaut, wie wir es selber gerne gehabt hätten. Weil wir haben uns gegründet, weil es Anbieter gab, die aus Dresden weggegangen sind. Denen war Dresden zu klein. Und dann hatten wir niemanden mehr, der vernünftig ein Tabletop-Catering anbieten kann. Also alles, was auf dem Tisch oben drauf kommt. Und da haben wir das so gemacht, wie wir selber das für unsere Veranstaltung machen wollten. Ja, so haben wir es aufgebaut und so ist es ganz gut angenommen worden. Und wir haben weit über 1000 Kunden. Wir haben in Spitzenzeiten über 1600 Veranstaltungen im Jahr ausgestattet, in allen Größenordnungen. Wir können das jetzt ziemlich entspannt machen für bis zu 5000 Personen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Damit sind wir noch nie groß, aber für die Dresdner Region erstmal ausreichend. Und wir sind eine kleine Firma. Wir sind in guten Zeiten so 5 Mitarbeiter. Und wenn man am Wochenende, also gerade bei 1600 Veranstaltungen im Jahr, das kann man sich ausrechnen aufs Wochenende, da weiß man, was wir am Wochenende dann oder nach dem Wochenende dann durchziehen müssen und reinigen müssen und wieder herrichten müssen für das nächste Wochenende. Da haben wir gerade in den Sommermonaten richtig zu tun. Das ist viel Arbeit, viel logistischer Aufwand. Wenn was verloren geht, muss natürlich auch nachbestellt werden. Das muss alles passen, nicht dass Bestellungen, die dann 2 Wochen später sind, nie durchgeführt werden können, weil 30 Gläser fehlen. Das macht natürlich für den Caterer keinen Sinn, weil der dann frustriert ist. So sieht's aus. Weil der verlässt sich darauf, dass es bei uns passt. Und zumal hätte man ja auch immer gern als Caterer, wenn man weiß ja um das Geschirr, was du in deinem Portfolio hast und kennt die Qualität etc. pp. Und möchte natürlich bei der nächsten Veranstaltung vielleicht dasselbe Geschirr halt auch wieder haben, ne? Genau. So, jetzt machen wir schon mal die ersten Spargelschalen hier da rein. Wie kommst du mit dem Schäler zurande? Wunderbar. Der ist noch... Müsste noch ein bisschen schärfer sein, der Schäler. Aber ist wie alt der schon ist? Damit ist er bezahlt. Also der hat auf jeden Fall schon
ordentlich Spargel durchgejuckt. Kübu, Grüße gehen raus. Ne? Das sind noch Spargel oder ein Spargelschäler aus deiner Zeit. So, das untere Ende schneiden beim Spargel natürlich weg, keine Frage. Und setzen wir hier mit im Spargelfond an. Ne? Nehme ich mir hier eins von diesen... Du darfst eins von den richtig coolen Messern nehmen. Also mein Favorite ist geiles ja der... Geiles Zeug, das ist das hier. Ist das mittlere? Okay, du nimmst ja gleich die große Waffe. Sehr so, schön. Die Spitzen lassen wir uns über, ne? Wie groß willst du das haben? So, dass wir es dann entspannt durchpürieren können noch. Ne? Wir haben einen Haushaltspürierer. Wow. So, cool, genau. Wie groß willst du die Spitzen haben? Ja, noch einen Schnitt, oder? Genau, noch einen Schnitt. Und ja, Mirko, da würde ich sagen, bist du für die Spargelsuppe verantwortlich, oder? Spargel, ist das so dein Gemüse? Och, ich esse den ganz gerne, am besten zu einem riesengroßen Schnitzel mit selber gemachter Hollandaise. Oh ja. Aber da das ja niemand machen will, selber gemachte Hollandaise, ist es immer ein bisschen schwierig, da jemanden zu finden. So viele Leute gibt es nicht, die das in der Stadt machen. Traurig eigentlich, ne? Ja. Letztes Jahr hatte ich das Glück. Dass sie wissen, wie es geht, das glaube ich nicht. Es ist halt aufwendig und damit wird es teuer. Und wenn du beim Schnitzel mit Spargel und selber gemachter Hollandaise dann bei 30 Euro bist, das mögen die Verbraucher dann nicht so. Obwohl es gerechtfertigt ist. Absolut. Weil es ist ja auch Arbeit, ne? Eine Hollandaise zu kochen. Schöne Reduktion erstmal. Genau. Na, die köchelt und die muss ja auch halten, ne? Die darf ja nie abkacken. Richtig. Wie man so schön sagt. Genau. Gut, Mirko, was brauchen wir noch für den Ansatz? Wir brauchen noch ein paar Schalotten. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal drei Schalotten. Und ich lasse dir schon mal hier ein bisschen Butter aus. Dein Rührgerät wäre dann hier. Wo ist denn der? Was brauchst du? Biomüll? Müll? Mach's hier rein gleich. Also hier ein bisschen Butter. Du hast auch ein bisschen Geschirr und Besteck mitgebracht. Ja. Da bin ich ja mal richtig heiß drauf, das zu sehen dann. Das sind heute keine Standards, die wir haben. Das sind Sachen, die in der Planung sind, die ein bisschen was fürs Auge hergeben, etwas aufwendiger sind, die auch preisintensiver sind, aber eben keine Basics, die man für jedes Event hat, sondern wo man tatsächlich mal sehr schicke Veranstaltungen ausstatten kann. Hochzeiten, man heiratet ja in der Regel nur einmal. Gut, in der heutigen Zeit ist das relativ. Aber ja, das ist mal was anderes fürs Auge. Man kann ja bestimmte Sachen nicht verwenden im großteiligen, weil fürs Event-Catering mit 5, 6, 700 Leuten, da funktioniert eigentlich nur stapelbare Ware, die auch entsprechend hält. Dafür gibt es extra Geschirr, was länger hält, was dafür geeignet ist, dass man es durch die Gegend fährt, was nie so schnell kaputt geht. Und das Feindining, das ist eben ein bisschen preisintensiver, dafür ist es natürlich auch schicker, aber das nimmt man eher für die kleinen Veranstaltungen. So, ich gebe jetzt erstmal hier noch ein bisschen Honig dazu. Bei unserem Spargelfond hatte ich gesagt, Zucker habe ich dran. Kurz die Spitzen hier rüber. Genau. Und hier ein bisschen Bergkernsalz, ne? Muss da mit rein. So, du willst die haben wie? Kleine, feine, wir sagen mal Brunoise dazu. Geht das noch, Jürgen? Brunoise? Das Küchenfranzösisch ist Ist eingerostet? Schon Zucker,
5 Tage her. Okay. Also kleine Würfel halt, ne? Ich muss jetzt gerade belächeln, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen für die Azubis, ne, für die Auszubildenden, drittes Lehrjahr, nochmal so eine Auffrischung vor der Prüfung. Und da ging es eben halt auch um fachfranzösische Begriffe, die ja in der Küche allgegenwärtig sind. Und es war ein bisschen traurig, was ich da vernommen habe, ne? Dass das naja. Nicht mehr so intensiv ist, wie wo man noch gelernt hat. Du hast gelernt bestimmt vor meiner Zeit, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Vielleicht so 2-3 Monate. Mein Banknachbar in der Schule war der Mario Pattes. Ah, okay. Naja, dann? Mit Mario habe ich zusammen gelernt. Sind die so recht? Also, Jürgen, ich könnte es nie besser machen. Aber das ist eben halt auch der Vorteil, ne, bei dem, was du tust oder was ihr tut mit eurem Eventverleih. Du weißt, wovon du sprichst. Genau. Du kannst auch nur Sachen verkaufen, sage ich mal, wo du auch den gewissen Bezug dazu hast. Also wo du dir selber vorstellen kannst oder es selber erlebt hast, was man alles benötigt für einen reibungslosen Ablauf, für ein cooles Event, für ein sorgloses Paket. Ja, wir haben ja zu diesen Sachen, die auf den Tisch kommen, haben wir ja auch die Technik noch für den Background. Ja. Also bei uns kannst du ja, wenn du Kombidämpfer, Induktionsherde, Wärmebrücken brauchst, okay. So was haben wir da. Wir haben Tellerspinn da, wenn es mal im Menü ein bisschen schneller gehen muss. Wir haben natürlich auch Tellerwärmer da, dass die Leute eben, wenn sie möchten, natürlich auch vom warmen Teller essen können. Das ist immer ein absolutes Nonplusultra. Ne? Also das sollte man eigentlich haben, das ist Grundvoraussetzung. Ne? Sollte man haben. Im Fine-Dining-Bereich. Viele verzichten drauf. Ne? Man kann das auch im Großcatering machen, weil die Tellerspender ja reichlich an Geschirr aufnehmen. Mhm. Aber es wird halt drauf verzichtet. Ne? Entweder es ist eine logistische Sache oder es ist eine Stromsache oder es ist einfach mal eine Preisfrage, wobei das jetzt nicht so teuer ist. Dafür, dass der Teller warm ist, mag ich mal so einen Tellerwärmer, da sind wir vielleicht bei 30 Euro, was so ein Ding kostet in der Leihe. Mhm. Und da passen 100 Teller rein, die dann warm sind, und wenn du 2 davon hast, bist du bei 60 Euro. Das verteilt sich natürlich bei 200 Leuten ganz gut. Dieser Preis, das kann man mit einpreisen und dann haben die Leute einen warmen Teller. Genau, und der Kunde wird es dir auf jeden Fall danken, definitiv. Weil das sind so Kriterien, wo ganz einfach der Gast dann auch das wahrnimmt. Ne? Bekomme ich meine Speise genau auf einem warmen Teller oder auf einem kalten Teller? Das sind schon Kriterien, die auch einen ordentlichen Caterer ausmachen. Ne? Gut, also du schneidest die Schalotten Brunoise, die kann man dann hier in der Butter glasig anschwitzen. Ich schneide inzwischen mal hier die Spargelspitzen. Die machen wir uns so ein bisschen als Einlage in die Suppe on top, oder? Genau. Genau, also als Suppeneinlage in der Hinsicht hier die Spargelspitze. Die werden wir jetzt ganz einfach hier eine Schüssel geben und mit Zucker und Salz ein bisschen marinieren. Erstens fängt da so ein kleiner Garprozess an. Ne? Mhm. Salz und Zucker mikroskopisch zieht im Prinzip das Wasser. Und der Spargel hat dann auch noch diesen gewissen Knack halt. Ne? Also was ich beim Spargel wirklich sehr, sehr mag. Genau, also schneiden wir hier noch ein bisschen was Grünes damit her. Genau, Mirko, du kannst auf jeden Fall die Schalottenwürfel hier mit zugeben. Da eignet sich natürlich das große Messer auch wieder, oder? Da eignet sich aber vor allen Dingen auch, den Topf mal kurz hier rüber zu nehmen, bevor die Küche voll ist. Ich glaube, wenn das der Mike sieht,
Aua. Das? Ist das hier die Messermanufaktur? Messermanufaktur, genau. Ja, da muss er heute mal durch. Ich bin ja kein Profi mehr. Deswegen mache ich das heute mal so, wie ich das will. So. Zucker und Salz geben wir hier mit zu. Dein Rührgerät nimmst du natürlich dann das hier noch. Die sehen ja aus wie aus dem Bilderbuch, also wirklich. Mirko? Ja. Top. Wenn ich was gelernt habe, dann ist es Zwiebeln in kleine Teile schnippeln. Wir brauchen noch ein paar angeröstete Pinienkerne. Die kannst du ja noch mit übernehmen. Ja. Haben wir hier noch ein kleines Vermögen in dem Gläschen drin. Und der Rizzo hat Hunger. So, einer der Spitzenköche hat mal gesagt, bei Pinienkern, wenn du die anröstest, brauchst du immer die doppelte Menge. Warum? Weil du die Hälfte davon isst. Nee, weil die erste Hälfte sowieso verbrennt. Ach so, ich dachte, weil du die gleich hier so. Also das geht auch sensationell im Ofen. Na, da kriegt man natürlich eine gleichmäßige Bräunung hin, wenn man das Backblech so ein bisschen hin und her wirbelt. In der Pfanne, wichtig natürlich, Pinienkerne oder wie alle Nüsse haben natürlich einen hohen Fettanteil. Wir brauchen ja kein Öl oder sonst irgendwas in die Pfanne geben. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir nie aufs Bedienfeld kommen, weil das möchte der hier in dem Fall dann nicht. Aber das kriegen wir hin. Gut, Mirko, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch, ich dachte mir so, machen wir so ein kleines Bärlauchöl, so ein Bärlauchpesto, aber nie mit Parmesan, sondern einfach nur mit Pinienkern, Bärlauch und Olivenöl. Mhm. Da kannst du dir den Bärlauch schnappen und schneidest im Prinzip den erstmal in Streifen. Und dann geht er mal hier im Messbecher rein. Ist der schon gewaschen? Muss der gewaschen werden? Ist der frisch vom Feld? Der ist, den habe ich heute im Morgentau mit der goldenen Sichel habe ich den geerntet. Wie heißt er? Miraculix. Der Miraculix. Genau. Wie der Miraculix hast du das gemacht? Genau, also der ist gewaschen. Ja, der ist küchenfertig. Hast du eine Ahnung? Möchtest du die Stängel mit haben oder eher nee, machen nicht ohne. So? Machen wir ohne. Hast du eine Ahnung, ob du jetzt unterscheiden kannst zwischen Maiglöckchen und Bärlauch? Nö, mache ich nie. Also wir machen jetzt hier einfach mal ein Maiglöckchen. Wenn das jetzt Maiglöckchen sind, Maiglöckchenpesto. Ja, kann man machen. Du, aber dann ist das halt die moderne Küche heute. Genau. Robert, freust du dich schon auf das Süppchen mit der Maiglöckchenpesto? Ich glaube, die isst nur immer. Du wirst das heute sehen, das wird sensationell schmecken. Maiglöckchen zählt zu den nicht giftigen Gewächsen. Ja. Sage ich jetzt mal so. Naja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ne? Also wir müssen ja hier kein Unsinn klein, erzählen. Fein oder wird das, ist ja das... Ne, wir pürieren das halt. Ne? Also so, dass es der Pürierstab auch schafft. Maiglöckchen im Endeffekt... werdet ihr sehen, an den Stielen unten, ne, wenn wir jetzt mal hier genau schauen wollen, mal sehen, ob ich jetzt hier einen finde, der... Aber es können keine Maiglöckchen sein. Nee, weil es ist noch nicht Mai. Ne? Aber wenn es ausgestrahlt wird, ist der Mai auch schon vorbei. Ach so. Passt auf, und zwar, erstens, man erkennt es am Geruch, das ist ganz klar. Der Punkt ist aber, wenn du das erste Stängel schon in der Hand hattest, riechst du dann nicht mehr, ob das Maiglöckchen ist oder Bärlauch. Also auf den Geruch würde ich mich jetzt nicht unbedingt verlassen wollen. Du siehst es definitiv am Stiel. Robert, siehst du was? Wir haben wie so einen Halbmond. Ne? Eine glatte Stelle und dann halbrund. Ne? Hier halbrund, glatte Stelle. Und bei Maiglöckchen ist wirklich der Stiel rund an sich. Das wäre jetzt so ein Merkmal, ne? Wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, lasse ich auch lieber die Finger davon. So, Mirko, jetzt machen wir hier die Spargelstücken rein, oder? Wenn wir schon so weit sind hier. Ich habe ja jetzt wenig gerührt. Das sieht gut aus. Aber rein damit. Ich glaube, mein Schäler, der ist hier nicht so prickelnd gewesen. Möchtest du nachschälen? Hätte ich hier noch was für dich? Naja, ich denke mal... Nee, lass mal. Gibst du deine Urne mit zu? Deine Stücken?
So, und jetzt machen wir uns hier noch von dem restlichen grünen Spargel. Dort habe ich jetzt auch den unteren Zentimeter weggeschnitten. Den schneide ich mir jetzt hier grob in kleine Stückchen. Mache da jetzt hier einen schönen kleinen Spargelsalat draus. Hier habe ich noch ein paar Spitzen. Die noch mit rein. Hier noch dazu. So, dann nehmen wir uns ein paar getrocknete Tomaten. Die weitere Vorgehensweise, was denkst du hier bei der Spargelsuppe? Oh, noch ein bisschen anrösten lassen hier. Genau, ein bisschen anschwitzen. Dann geben wir Säure zu, in dem Fall ein bisschen mit Weißwein ablöschen. Ne? Also so würde ich es machen. Wenn du sagst, hey Kai, wir machen heute mal meine Suppe, dann Feuer frei. Meine Suppe machen wir heute nicht, ich mache heute deine Suppe. Du machst meine Suppe. Weil, das kenne ich noch nicht. Okay. Das machen wir einfach mal. Gucken wir mal, was wir hier haben. Einen schönen Riesling Rheinhessen. Genau, mit Korken, ne? Mit dem Schnellkorken, ja. So, also hier, Spargelsalat. Ich habe grün, weißen Spargel, den da rein. Getrocknete Tomaten mit rein. So, hier. Dann haben wir hier noch ein paar Cocktailtomaten. Süße Tomaten. Oh ja, mal schnell mal waschen. So, dann geben wir hier noch Salz auch dazu. Und ein kleines bisschen Zucker. Kleines bisschen Zucker habe ich hier den Braun. Spritze Zitronensaft. Gutes Olivenöl. Nehmen wir hier wieder das Beste aus Sizilien. Isst du gerne Olivenöl? Also in Salaten? Ich vertrage das, ja. Ja? Ja. Gehört jetzt auch schon fast immer zum Ritual mit hier, all unsere Gäste. Das ist jetzt nur durch die Kälte, dass das so kleine Trübstoffe ansetzt. Lecker. Sizilianisches Olivenöl. Machen wir da noch was dran? Oder machen wir da was anderes dran? Dort können wir, schau mal, da habe ich hier für Salate griechisches. Finde ich auch gut, Kalamata-Olive. Aber das sizilianische Olivenöl, das kommt hier von Alessio, hat Alessio organisiert. Erste Pressung vom letzten Jahr. Mega, und jetzt kommt so leicht die Schärfe hinten. Ja, 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 ja. Geil, ich liebe es. Gut, hier geben wir dann noch schön ein paar geröstete Pinienkerne noch mit dazu bei dem Spargelsalat. Und dann ist der eigentlich so gut wie fertig, mit einem kleinen Schuss Apfelessig noch. Stellen wir ihn beiseite und lassen ihn einfach mal ziehen. Also hier könnt ihr zum Beispiel auch den Spargelsalat schön gehobelten Parmesan drüber. Beim Spargelsalat schön gehobelten Parmesan drüber, ein bisschen Rucola dazu. Eine Focaccia gebacken, eine Flasche Weißwein und dann habt ihr ein schönes Frühlingsgericht. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Noch was ran? Ich stülp den Trick der Roboter den Rest. Ist das dann für den Kameramann? Ich denke, das passt. Das sieht gut aus. Genau. Weitere Vorgehensweise? Wir passen auf die Pinienkerne auf. Brauchen wir noch? Wir können ja im Endeffekt schon genau den Bärlauch auch mal durchpürieren. So, soll ich mal hier? Ich gebe dir mal hier.
Oh, jetzt geht's los hier. Passt noch jetzt? Ja, ne? Ja, es geht besser. So, bei unserem Süppchen ist jetzt der Weißwein verkocht halt, ne? Jetzt, wir wollen eine richtig schöne cremige. Ja. Wir wollen eine richtig schöne cremige Suppe haben. Das heißt, Malaka. Na, damit es für Robert seinen Kaffee noch reicht dann. So, schau. Und die Pinienkerne oder Nüsse, wenn er die röstet, am besten dann immer aus der Pfanne rausnehmen. Genau, sonst rösten sie nach und dann hat man das Problem. Genau, und dann brauchst du nämlich die zweite Charge. Ich stelle die mal hier hin, ne? Ja. Mirko, weil ich denke mal, der wird Snack, vielleicht so Snack jeder oder andere mal da bestimmt mal reinlangen. Ja, man muss ja auch mal kosten. So, hier auch. Kosten. Ja, heiß. Salzig. Lecker. Ja? Mhm. Ich würde sagen, dir schmeckt es nie. Dann bleibt nämlich mehr für mich. Mm. Gut. Mirko, jetzt machen wir noch das Röstbrot. Und dann heißt es eigentlich nur noch das Backen ist die Suppe. Das Brot. Mhm. Ja, wir müssen uns erstmal den Teig ansetzen dafür. Dann haben wir so eine Stunde. Naja, eigentlich können wir dann morgen erst weitermachen. Ne? Du, dann morgen wird auch ein schöner sonniger Tag. Gut, Spaß beiseite. Ich habe hier ein wunderbares Karottenbrot mitgebracht. Oh, sehr schön. Und zwar, ich komme mal rüber zu dir oder du schneidest mal. Mach mir mal am besten erstmal halbieren, ne, weil dann können wir wenigstens eins oder zwei schön ausstechen. Und jetzt schneiden wir eine fingerdicke Scheibe, ja, oder? Sehr schön ins Brot. Genau. So, beim Spargelsüppchen müssen wir natürlich auch noch ein bisschen würzen, ne? Ich gebe mal hier Salz zu. Also wieder das Gute. Ah ja, das ist schon... Geht das? Gerade so vielleicht, oder? Das geht nur bei dem hier, ne? Das Seiten war nicht mehr. Dann soll das so sein. Muss das hier ein bisschen groß schieben. Einen kleineren Ausstecher hast du nicht? Der wäre dann zu klein. Dann geht nur die mittlere, ne? Dann ist das so. Oder? Dann geht's nur so. Soll ich das mal probieren? Probier mal. Du kannst so drum rumschneiden, wenn du willst, ne? Wenn es so nie geht. Wir brauchen ja im Endeffekt jetzt nur theoretisch eine Scheibe zum Anrösten. Fürs Bild. Ne? Und die anderen tun wir im Ganzen rösten. Ja, genau. So. So, dann tun wir die hier rein. Brauchen wir natürlich. Soll ich noch eine zweite machen? Von der Seite kriegen wir noch eine. Oh. Nee, ansonsten mach die eine nur und die anderen machen wir als Scheibe an sich. Weißt du, dann machen wir hier gleich ganze Scheiben oder halbe Scheiben. Ja, wir können ja hier so machen. So, genau, wenn ich jetzt doch eine größere Veranstaltung habe, sag jetzt mal, wo wir in der Region sind. Keine Ahnung, 300, 500 Leute, sowas in der Art. Ja. Du lieferst auch, oder? Wir liefern, genau. Also nach Absprache kann man... Wenn das alles passt, also die Logistik haben wir da. Wir haben die LKWs da, wir haben die Fahrer da. Meistens bin ich selber, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass Fahrer da waren, die natürlich nie wissen, dass Geschirr und Glas hinten drauf ist. Ja.
die dann um die Kurven gefahren sind und dann standen die Paletten schräg hinten drin. Deshalb ist selber fahren eigentlich immer die sicherste Variante. Absolut. Und ja, aber es ist machbar. Wir machen das für verschiedene Anbieter oder für verschiedene Kunden eben. Auch mal für größere Veranstaltungen, wo du mal zwei LKWs brauchst. Mhm. Und was natürlich immer ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wir haben dann auf so einem 7-Tonner auch gern mal nur 9 Paletten draufstehen mit 3 Etagen an Geschirrkisten. Aber dann sind wir trotzdem schon bei 2,5 Tonnen und sind schon leicht überladen. Und dann kommen wir beim Kunden an. Und er sagt, hier ist ja nichts drauf auf dem LKW. Warum kommst du mit 2 LKWs? Ja, und dann, bei uns ist das ja auf dem Lieferschein alles hinterlegt, wie viel Gewicht dann das Gesamtgewicht ist, was du mitkriegst. Also selbst du, wenn du es selber abholen würdest, siehst, dass dann unten da steht 120 Kilo und bei Großveranstaltungen steht dann eben 3,8 Tonnen. Und das verteilt sich dann natürlich logischerweise nur auf 2 große LKWs, weil es auf einen nicht drauf passt. Also volumenmäßig schon, aber eben nicht vom Gewicht her. Ja, und wenn so ein 7,5-Tonner in die Knie geht, dann weiß man schon, was man geladen hat. Definitiv. So, ich habe jetzt mal ein paar Messer besorgt. Der Ritzo ist schon. Wir haben ja ein herkömmliches Messer, hier in Silber. Ich habe es nochmal in Gold oder in Kupfer. Die sehen ja sehr schön aus. Das hier zum Beispiel glänzt wunderbar. Wir haben bei dem Besteck das Problem, dass der Teil, also immer der Schaft, beziehungsweise die Gabel, der Löffel etc., alles aus Edelstahl ist. Außer der Teil des Messers, wo die Schneide dran ist, das ist Stahl. Und diese Schneide, bei uns schneiden die Messer im Übrigen immer noch, auch wenn sie teilweise schon 5 Jahre alt sind. Diese Schneide, die Zacken, die hier dran sind, die sorgen dafür, dass das zerschlagen wird, wenn man die Messer nicht trennt von dem Rest. Das ist für uns extrem wichtig. Das ist bei uns eigentlich eine Bedingung im Verleih, dass der Kunde, wenn er es zurückbringt, die Messer vom Rest getrennt hat. Weil wenn man so ein Bündel Messer zwischen Messer, also Messer, Gabel, Löffel zusammen durcheinander bringt, dann zerschlägt das eben hier hinten die ganzen Schäfte. Und damit wir noch schönes Besteck haben und auch ihr als Kunden oder als Caterer immer noch ein gutes Besteck habt, auch über lange Zeit hinweg, damit das auch schön aussieht. Deshalb ist das unsere einzige Bedingung beim Besteck, dass das getrennt wird. So, Mirko, hast du schon Hunger? Appetit. Appetit. Lass uns mal hier 2-3 Sachen noch probieren. Und zwar als erstes den Spargelsalat. Einer für dich. Hier geben wir noch ein paar Pinienkerne dazu. Ein paar Pinienkerne wollten wir ja hier zu unserem Bärlauchöl dazugeben. Und die lassen wir mal so stehen. Als Naschwerk. Genau. So, einmal für dich. Bisschen frischer. Oder, was sagst du? Ich würde noch ein bisschen Salz dran machen. Wollen wir? Wenn wir nicht wissen, wie der Käse ist? Achso, dann warten wir. Bist du nicht so der richtige Käsefreund? Ich bin nicht so der Riesenkäsefreund. Dann warten wir das ab. Ich püriere mal kurz. So ein schönes Steak würde natürlich auch wunderbar dazu machen. Absolut. Aber du siehst ja noch, wir haben natürlich einen Fehler gemacht, also ich in der Hinsicht die Temperatur zu spät runtergenommen. Dadurch, dass wir mit Weißwein abgelöscht haben und Milch dazu gegeben, also ein Molkereiprodukt, passiert es natürlich beim Kochen, dass die ausflockt, ne? Durch den Säuregehalt des Weines. Was aber jetzt nicht schlimm ist, wir pürieren die Suppe, das heißt, wir werden sie dann wieder glatt und fein bekommen. Ja? Also nicht davor erschrecken halt.
So, jetzt machen wir hier nochmal kurz Pürierstab ins Bärlauchöl. Träumchen. Giftgrün. Das stellen wir uns schon mal hier her, weil wir brauchen wir dann gleich. Jetzt müssen wir natürlich wenn noch wenn unsere... Wenn wir sie vergessen, nehme ich sie mit. Unsere Spargelsuppe. Wir kriegen heute Abend einen netten Besuch. Okay. Die Alisa Zuboff vom Estancia kommt heute zu uns. Ah, bringt sie ein ordentliches Steak mit, oder? Ja, nee, die Mädels, die wollen wieder irgendeinen Salat haben. Ja. Okay, naja. Das ist ja... Das ist wie beim Bäcker, ne? Der Bäcker, der backt jeden Tag Brötchen und ja, irgendwann richtig. Ist das Brötchen für den halt ein Brötchen. Und so ist das eben auch beim Steakhouse, ne? Die essen das, aber es ist halt jeden Tag Fleisch. Mhm. So. Ich würde das schon mal so übernehmen hier. Heiß. Ich gebe mal Sahne zu hier. Dann ein bisschen Salz habe ich noch gegeben. Jetzt die Sahne noch zu. Dann machen wir noch ein bisschen Abrieb von der Zitrone, dass da noch so ein kleiner frischer Kick kommt. Und dadurch, dass wir natürlich viel Sahne und viel Milch drin haben, um das Ganze ein bisschen abzurunden, dort darf dann allerdings die Suppe halt nicht mehr kochen. Da geben wir noch einen ganz kleinen Schwaps Essig zu. Das rundet das Ganze ein bisschen ab. Ein Weichkäse mit Bärlauch. Ah, das ist schon das, was ich nie essen würde. Dann lieber nimm ein Stück Brot mehr. Und was sagst du zur Suppe? Also wenn man die jetzt natürlich noch mit einem Hochleistungspüriergerät durchjagen würde. Na? Ich sag doch, wir sieben das noch durch, streichen das noch durch. Ja, nein, kann man machen. Nicht. Also zu Hause, denke ich mal, würde das keiner machen. In einem Restaurant, einem guten Restaurant, kriegst du definitiv durch Sieb gestrichen. Da kriegst du durchgestrichen, ja, aber die, so wie sie ist, ist sie toll. Gut, jetzt würde ich sagen, Mirko, machen wir mal in Vorbereitung. Du kannst mal bitte diese eine Scheibe hier mit dem Ziegenfrischkäse mal bestreichen. Das wird jetzt so die Geschichte für... Dick oder nur dünn oder wie? Du kannst ruhig dick machen. Und dann brauchen wir den Teller, wo wir es drauf anrichten, also quasi den... Grünen. Du kannst, wenn du möchtest, hier den marinierten Spargel... Machen wir uns in die Mitte hier als kleinen Haufen. Als kleinen Haufen? Einen kleinen Haufen, einen großen Haufen, einen mittleren Haufen? Wenn hier was daneben purzelt, neben den Toast, ist es nicht schlimm. So, wir haben hier noch schön den Camembert und Bärlauchpesto oder Bärlauch. So, und dann. Ah, das macht der Teller gut, ne? Weil der kann das richtig gut. Der kann eben alle Farben schlucken. Dann machen wir hier noch ein bisschen ein paar geröstete Pinien drüber, ne? Pinienkerne. Mhm. Und was haben wir noch? Wir haben hier noch ein bisschen Erbsensprosse. Und da würde ich sagen, kannst du Suppe theoretisch auch schon anrichten. Die machen wir so ein bisschen drumrum, oder? Hier drumrum, ja, ja. Keller hast du. So, und hier noch schön die... Jawohl.
Bombe. Meine dreckigen Schuhe wegnehmen. Ja, der Mirko macht schon das Bild vorher. Der Bild. Ich mach mal ein Vorherbild, genau. Genau. Damit wir dann noch ein Nachherbild machen können. Aber ich finde das schon eine schöne Frage. Ich hatte eigentlich was gesucht, was ein bisschen mehr ins Türkis geht. Mhm. Da gibt es aber leider nur Keramik. Das ist vielleicht auch wichtig für euch zu wissen. Keramik hält keine Wärme. Also nehmt bitte einen Porzellanteller, wenn ihr das Essen warm haben wollt. Es gibt ja viele Kneipen, die jetzt so diese farbigen Teller haben. Die meisten davon sind einfach mal aus Keramik. Damit wird das Essen schnell kalt. Spaghetti halten nie so lange warm. Also für euch zu Hause, nehmt Porzellan. Die Keramik ist zwar schön, aber die hält nie so gut die Wärme. Immer gut ein Porzellanteller. Informativ war es natürlich heute definitiv wieder mit Mirko. Es war mir ein Fest, mir auch. Mit dir hat zusammen gut gefallen. War riesig. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt demnächst dann auch bald. Wenn es hier wieder losgeht, dann rocken wir die Bude wieder. Dann rocken wir die Bude. Und wir haben vielleicht das ein oder andere Projekt, wo man sich definitiv nochmal zusammen sehen könnte, ne? Um auch mal ein bisschen, noch ein bisschen Wissen weiterzugeben. Ja. Ja? Genau, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Jetzt lassen wir es uns richtig gut schmecken. Kommt gut durch die Spargelzeit. Und wenn ein Event ansteht, kommt ihr zu mir. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und hier, Daumen hoch immer. Verfolgt den Rizzo, der macht das cool. Bis dahin, schöne Zeit. Danke, Mirko. Tschüss. Ciao.